Also ich habe das Seileck-Verfahren damals beim Flugzeugbau ein bisschen anders gelernt oder vielleicht auch einfacher gelernt. Ich möchte mal erklären, wie es wir gelernt haben und vor allem, warum die Herangehensweise so ist. Nachdem wir, also Schritt 0, ich habe es ja hier mit hingeschrieben, erstmal die Resultierende ermittelt haben. Das habe ich vorhin in dem anderen Video gezeigt. Ich werde hier wahrscheinlich noch einen Link einfügen. Wenn ich die Resultierende ermittelt habe, dann bin ich schon mal gut raus. Dann lege ich einen Punkt X fest, um Polstrahlen zu ziehen. Das sind diese türkisenen. Aber ich sage gleich wozu. Diesen Punkt X, den legt man am besten so fest, dass die Polstrahlen der erste mit 0, weil da fängt alles an, bis zum letzten, hier ist es nur 2, das sind die beiden Kräfte, dass die Polstrahlen ungefähr 90 Grad bilden. Lege ich sie zu weit weg, werden mir die Winkel zu pieplich, die Winkelverhältnisse lässt sich schwer zeichnen, wenn ich es zeichnerisch ermitteln will. Rechnerisch ist dann noch eine andere Sache, aber so erstmal. Wenn ich den Punkt X zu weit ranlege, ja, da werden mir die Winkel zwar sehr groß, aber dann werden mir die Strahlenverhältnisse auch zu blöd. Also, deswegen, einigermaßen vernünftig den Punkt X legen. So, dann zeichne ich Polstrahlen. Am Anfang aller Kräfte, bei F1, fange ich zweckmäßigerweise an, fange ich mit dem Polstrahlen 0 an. Mit dem hat es eine Bewandtnis, sage ich dann gleich. Dann den nächsten zur Spitze von F1, deswegen bezeichne ich ihn mit 1, zur Spitze von F2 mit 2 bezeichnen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt hier nur 2 und zwar folgenden Fall. Ich habe eine Brücke, da steht ein Panzer drauf, also ein ganz schweres Gefährt und hier kriegt einer einen Schreck, als er auch ein Panzer genauso schwer, deswegen habe ich die vertikale Komponente auch nur so lang wie die von F1, von F2 gewählt, von der roten Kraft. Der Rest kommt noch. Also, und jetzt bremst der, hat einen Schreck gekriegt und natürlich hat er auch eine Vorwärtskomponente an Kraft mit dabei durch das Bremsen. Gut, bis dahin. Jetzt interessiert mich, ja, wo, an welchem Punkt, genau in der Mitte, scheinbar nicht, später werden wir dann sehen, wo, an welchem Punkt greift die Resultierende an, wo ist die größte Knackstelle der Brücke, zum Beispiel. So, wenn ich also jetzt meine Polstrahlen hier festgelegt habe, jetzt komme ich zu Punkt 2. Jetzt die Wirklinien der Kräfte erst verlängern. F2 habe ich, die rote, habe ich dünn gemacht und die Wirklinie von F1 ist hier. Dass sie sich irgendwo schneiden werden, ja, das ist egal. Das ist unwichtig jetzt. Nur als Anhaltspunkt aber, ich muss nämlich jetzt also auf der Wirklinie von F1, wo ich anfange, einen Punkt festlegen, damit ich sowas Ähnliches machen kann wie hier. Ich nenne den mal S. So, und diesen Punkt, den legt man natürlich nicht zu knapp an die Brücke. Hier in diesem Fall, aber auch nicht unten zu knapp in Richtung da, wo sich die beiden Wirklinien von F1 und F2 in diesem Fall schneiden, denn dann wird es wieder genauso wie hier verrückt. Ungefähr in der Mitte. Deswegen habe ich das mal schon hier so gezeichnet. Das ist praktisch. Programme, die können natürlich mit wesentlich verrückteren Abständen umgehen, das ist aber jetzt nicht unsere Sache, wir wollen es ja zeichnen. So, dann kommt Punkt 4.0. Ich fange tatsächlich mit Wirklinie 0 an, hier mit der. Und die verschiebe ich parallel, kann ich jetzt nicht zeigen, war eh schon schwierig zu skizzieren hier, zeichnen ist auf dem Tablet sowieso schwer. Die verschiebe ich parallel genau durch diesen Punkt S, den ich festgelegt habe. Und verlängere die so lang wie praktisch. Da ich ungefähr weiß, dass hier irgendwo die Wirklinie von der resultierenden später auftreten muss, werde ich natürlich nicht bis hier hinten verlängern, sondern ungefähr in diesem Bereich bleiben. Jetzt kommt der erste Polstrahl. Also, das war der nullte, jetzt kommt der erste. Den zeichne ich auch durch S. Und zwar so weit, bis er mit der Kraft F2 sich, mit der wirklichen Kraft F2 sich erstmal schneidet. Von dem Punkt aus, jetzt wird es spannend, jetzt kommt der nächste Polstrahl. Immer parallel hier aus meiner Skizze verschieben. Die muss auf dem gleichen Platz sein, die darf ich auch nicht verdrehen irgendwie. So, jetzt kommt der Polstrahl 2. Jetzt fange ich an diesem Punkt an, den ich eben aus den beiden Linien, und zwar aus dem Polstrahl 1 und der Wirklinie von F2 ermittelt habe. Da fange ich an und zeige, also verschiebe parallel meinen Polstrahl 2 durch. Und wenn der sich dann mit der Nullten schneidet, dann habe ich da einen Punkt, das ist mein sogenannter Pol. Pol ist etwas Ruhendes, etwas von wo alles ausgeht. Wenn ich noch mehrere Kräfte habe, mache ich so lange, bis sich die letzten, guckt mal im Internet nach, es gibt verschiedenste Skizzen mit vielen Kräften, bis zum Schluss die letzte, ich habe jetzt
Polstrahl x gesagt, bis der letzte Polstrahl x sich wieder mit dem nullten Polstrahl schneidet. Wenn ich das habe, dann habe ich gewonnen. Denn jetzt verschiebe ich wieder hier raus die resultierende Kraft als Wirklinie einstweilen durch diesen Pol, den ich gerade ermittelt habe, durch diesen Punkt P, Pol. Und verschiebt das parallel und verlängert das Biest so lang, dass ich in diesem Fall, wenn beide Kräfte auf der Brücke auftreten, wird wahrscheinlich die resultierende auch hier auftreten, dass ich hier wenigstens noch die Länge meiner resultierenden Kraft abtragen kann. Und wenn ich das habe, dann bin ich bei siebtens angelangt und freue mich. Und dann habe ich das Seileck-Verfahren bis dahin schon mal geschafft. Das Thema warum habe ich immer wieder erklärt. Also die Punkte entsprechend zwar beliebig festlegbar, aber nicht zu blöd festlegen, dass man nicht mehr malen kann. Und was ergibt sich dann hier raus? Ja, wunderschön. Ich weiß, und jetzt gucken wir uns das mal an, was das auch bedeutet. Von hier bis hier sind 1, 2, 3, 4, 4,5 Kästchen. Von hier bis hier sind es 1, 2, 3,5 Kästchen. Also ich weiß dann wirklich, wo der Knackpunkt der Brücke ist. Und der muss nicht genau in der Mitte zwischen beiden Kräften F1 und F2 auftreten. Ist ja auch logisch, denn F1, ne, der bremsende Panzer hier, der hat noch eine Vorwärtskomponente mit reingebracht. Und komischerweise liegt trotzdem die resultierende weiter an F1 dran. Naja, warum wohl? Vertikale Komponente ist da, aber die horizontale, die Bremskomponente, die er mitbringt, die bringt wahrscheinlich die Gefahr näher an diesen Panzer ran. Das ist der ganze Hintergrund. Ich mache jetzt gleich noch im Anschluss das Kuhlmann-Verfahren nochmal für dieses Beispiel, aber ich sage jetzt erstmal, ich hoffe, ihr habt es verstanden, ich habe es mal auf meine Weise vielleicht ein bisschen anders erklärt. Jeder versteht es von jedem anders, also macht keinem Menschen den Vorwurf, euren Professoren oder Lehrern nicht, wenn es bei denen nicht verstanden habt und bei mir vielleicht doch oder umgekehrt bei mir nicht und beim Professor verstanden. Es hat jeder seine Art zu erklären, es hat jeder seine Art zu verstehen. Aber ich wünsche euch viel Freude beim Verstehen. Tschüss.